Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Channel. Wenn du mitgezählt hast, es ist diese Woche schon das dritte Video und eigentlich wird es ja auch reichen, zumal am Sonntag noch eins kommt. Aber da die Resonanz auf mein Video zum Bass so groß war, habe ich mir gedacht, mache ich doch noch eine kleine Überraschung für euch und habe heute Morgen einfach mal den Dennis angerufen von basscoach.de, über den ich ja auch in dem Bass-Video schon was erzählt habe, ob er mir nicht eine kleine Lesson drehen kann zum Fingeranschlag am Bass. Denn das ist das, wo die meisten Gitarristen mit Probleme haben. Linke Hand ist meistens kein Problem, Rhythmik, naja, es sind Gitarristen, ja, manchmal ein Problem, aber das größte Problem ist dieser Fingeranschlag. Der ist leicht ähnlich dem klassischen Apoyando-Anschlag, aber das haben die meisten von euch auch nicht gemacht, weil die meisten tatsächlich von der E- oder Western-Gitarre kommen. Und deswegen habe ich den Dennis gefragt und er hat direkt zugesagt und hat das sogar ein, zwei Stunden später, ich weiß nicht mehr genau, mir geschickt. Ich mache jetzt ein kleines Intro und lasse dann jetzt direkt den Dennis zum Wort kommen, der dir genau erklärt, auf was du achten musst, wenn du Bass spielst als Gitarrist und Fingeranschlag machst. Dennis, ab! Was ich ganz oft bei Gitarristen sehe, die auf den Bass umsteigen oder die den Bass ausprobieren, ist vor allem nicht, dass sie links irgendwas falsch machen, sondern dass die mit der rechten Hand anders arbeiten, als ein Bassist klassischerweise arbeiten würde und dabei dann natürlich auch nicht die Ergebnisse erzielen, die man als normal angelernter Bassist erzielen würde. Und auf diese Punkte, die ich da gesehen habe, will ich mal eben eingehen. Also, was man auf jeden Fall machen kann, wenn man von der Gitarre kommt und auf den Bass umsteigt, ist mit dem Plektrum spielen. Das geht natürlich wunderbar. Ne? Also Plektrum, das lässt sich auf dem Bass genauso benutzen wie auf der Gitarre. Also überhaupt gar kein Problem. Aber das ist nun mal nicht das Bassistischste, was man machen kann. Viel bassistischer ist, mit den Fingern anzuschlagen. Und da gehen dann, gehen die Skills dann auseinander von Leuten, die von Anfang an Bass gespielt haben und Leuten, die von der Gitarre auf den Bass umsteigen. Und jetzt will ich dir mal zeigen, wie das eben aussieht, wenn man als Bassist Bass spielt. Also wir legen den Daumen auf einen der Tonabnehmer. Das ist unser Fixpunkt. Und dann spielen wir zuerst einmal die E-Seite abwechselnd mit Zeige- und Mittelfinger. Das ist der sogenannte Wechselschlag, also Daumen auf den Tonabnehmer und dann 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dabei landen wir immer mit dem Finger auf dem Daumen. Also wir flutschen so durch, haben einen relativ geraden Finger und flutschen von der Seite auf den Daumen. Bedenke dabei, es ist nicht so eine Bewegung, also nicht so eine Fahrradfahrbewegung, sondern es ist eher so eine Walking-Bewegung, ja? Also eher so ein Laufen als so ein Fahrradfahren. Der Vorteil vom Laufen gegenüber dem Fahrradfahren ist nämlich folgendes. Wenn du Fahrrad fährst, dann landest du hier immer so irgendwie in der Luft. Und das bedeutet, dass du nicht so richtig einen Fixpunkt hast, worauf du landest. Das heißt, dass du unsauber bist von der Dynamik her, also von der Lautstärke der Anschläge, unsauber im Sound und unsauber sogar in der Rhythmik. Das heißt, immer diese Laufbewegung beachten. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, wenn wir jetzt auf der E-Seite sind, behalten wir den Daumen auf dem Tonabnehmer. Aber sobald wir auf der A-Seite sind, behalten wir den Daumen auch mal auf dem Tonabnehmer. Nein, also da ändert sich nichts. Von E-Seite auf A-Seite gehen, da ändert sich, was die rechte Hand angeht, erstmal nichts. Nur landen wir nicht mehr auf dem Daumen, wenn wir anschlagen, sondern wir landen auf der nächst tieferen Seite mit den Fingern. Wir machen weiterhin diese Laufbewegung, keine Fahrradfahrbewegung. Und landen auf der nächst tieferen Seite, upsie. Und das hat folgenden Grund. Wir dämpfen die E-Seite dadurch, dass wir mit den Fingern auf der E-Seite landen, wenn wir die A-Seite spielen. Also das ist super praktisch. Und dieses Prinzip setzen wir auch fort, wenn wir auf die anderen Seiten gehen. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel auf die D-Seite gehen, dann müssen wir uns was überlegen, wie wir die zwei unteren Seiten dämpfen. Das Coole ist, weil wir diese Laufbewegung machen, landen wir automatisch mit den Fingern auf der A-Seite, dämpfen die also,
Wir müssen nur die E-Seite irgendwie dämpfen und das machen wir, indem wir mit dem Daumen dahinter herrutschen. Das heißt, wir setzen, sobald wir die D-Seite spielen wollen, setzen wir den Daumen auf die E-Seite, dämpfen die, spielen die D-Seite und dämpfen die A-Seite mit den Fingern, die darauf landen, wenn die von der D-Seite kommen. Die Gustav-Seite dämpfen wir dann mit der linken Hand. Und das ist auch immer das Prinzip, was sich so fortsetzt. Die tiefen Seiten, also die Seite, die Seiten unterhalb, ne, vom Ton her, der, die man spielt, die dämpfen wir mit der rechten Hand, mit dem Daumen. Und die Seiten oberhalb der Noten, die wir spielen, dämpfen wir dann mit der linken Hand. Okay, also das Prinzip ist so, wenn wir die E-Seite anschlagen, sind wir mit dem Daumen auf dem Tonabnehmer. Wenn wir die A-Seite anschlagen, sind wir mit dem Daumen auch auf dem Tonabnehmer. Kurzer Zusatz, wir können theoretisch, wenn wir die A-Seite anschlagen, den Daumen auch auf die E-Seite nehmen. Ich mache es aber gerne nicht zu kompliziert, deshalb bleiben wir erstmal auf dem Tonabnehmer. Sobald wir dann die D-Seite anschlagen, gehen wir auf die E-Seite mit dem Tonabnehmer, um die D-Seite zu dämpfen. Und wenn wir die Gustav-Seite anschlagen, dann rutschen wir mit dem Daumen hinterher auf die A-Seite, dämpfen so die A-Seite, dämpfen mit der Seite der A-Seite noch die E-Seite, die berühren wir also auch, und dämpfen die Dora-Seite durch unsere Laufbewegung der anschlagenden Finger. Soweit das Prinzip. Wenn wir die E-Seite spielen, Daumen auf den Tonabnehmer. Wenn wir die A-Seite spielen, Daumen auf den Tonabnehmer. Oder auf der E-Seite, geht auch. Wenn wir die D-Seite spielen, Daumen auf die E-Seite. Wenn wir die G-Seite spielen, Daumen auf die A-Seite mit der Seite des Daumens auf die E-Seite. So, und das übt man am besten erstmal einzeln, indem man zwei Seiten abwechselt. Also, dass wir jetzt zum Beispiel erstmal die E- und die A-Seite spielen, jeweils viermal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und so eine abwechselnde Übung kannst du mit allen Seiten machen. Einmal die E- und die A-Seite abwechseln, da musst du den Daumen ja noch nicht umsetzen, aber wenn du die A- und die D-Seite abwechselst, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann fängt es schon an, dass du den Daumen umsetzen musst. Und das könnte auch eine erste sinnvolle Übung sein, wenn du den grundsätzlichen Wechselschlag auf dem Bass schon beherrschst, dahin zu gehen, dass du mit der Hand auch diesen Wechsel machst, diesen Daumen vom Tonabnehmer auf die E-Seite. Wir machen es nochmal. A-Seite viermal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wiederholst du natürlich tausendmal, ist klar. Und danach Dora-Seite auf die Gustav-Seite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das muss als erster Abriss erstmal so reichen. Es gibt da natürlich noch Nuancen und Details und so ein paar Extras, die man dazu sagen könnte. Aber wenn du von der Gitarre kommst und auf den Bass umsteigen willst oder einfach mal ein bisschen Bass spielen willst, dann sind das auf jeden Fall die Basics, die dir helfen, da einen vernünftigen Anschlag zu machen. Viel Spaß, hau rein. So, da bin ich wieder. Das war Dennis Busch von basscoach.de. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau doch mal unten in dem Link. Der Dennis startet nämlich gerade seinen neuen Kurs Bass-Anfängersystem. Ein Kurs für Anfänger, also die Bass anfangen. Und der ist sehr bassspezifisch. Das heißt, der bringt dir auch was, wenn du schon Gitarre spielen kannst. Den würde ich dir wärmstens ans Herz legen, wenn du dieses Instrument ernsthaft nebenher spielen willst. Und natürlich nebenher, du sollst natürlich deswegen nicht die Gitarre vernachlässigen. Das ist ganz klar. Gitarre spielen hat natürlich oberste Priorität. Aber Bass, wie ich das in dem letzten Video schon gesagt habe, super geil für dir selbst, wenn du Songs schreibst, die Basslinien einzuspielen, für Jam-Tracks zu machen. Und es ist auch ein super Training, dann mit dem Schlagzeug zusammen Groove zu trainieren und einfach dieses ganze Gefüge mal zu verstehen von einer Band. Bass ist nicht so besonders schwer, zumindest am Anfang. Deswegen, wenn du Bock hast, schau doch mal hier unten, wie gesagt, in den Link für den Dennis seinen Kurs. Den gibt es leider nur noch bis morgen, Freitag. Ich muss mal kurz aufs Datum gucken. Was haben wir denn für ein Datum? Ich weiß es gar nicht. Der 19. März, also heute ist der 18. März und morgen am 19. März ist es vorbei. Dann kannst du diesen Kurs erstmal nicht mehr kaufen. Wahrscheinlich
wird der Dennis den irgendwann wieder öffnen, aber der möchte halt sicherstellen, dass nicht zu viele Leute im Kurs drin sind und er sich um die Leute da auch kümmern kann, da er das Ganze sehr ernst nimmt und auch sehr lange an dem Kurs gearbeitet hat. Also, wenn es dich interessiert, unten ist der Link. Ansonsten war es das für dieses Video von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es war mal ein bisschen was anderes. Und wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, zweimal den Daumen nach unten. Das ist ganz wichtig, damit du mir es richtig zeigst. Und Fragen in die Kommentare. Und wenn du abonnieren willst, hast du das wahrscheinlich schon getan. Ansonsten abonnieren, Glöckchen drücken und wir sehen uns beim nächsten Mal am Sonntag. Bis dann, mach's gut.